Was ist für Sie das Faszinierende am Unternehmersein? Das Spannende am Unternehmersein ist einmal die relativ große Selbstbestimmtheit. Man muss sich natürlich nach Kunden ausrichten, nach Vorgaben, die es irgendwo gibt, gesetzlich, was immer das ist, lokale Gegebenheiten. Aber das muss man woanders genauso. Aber das Schönste ist eigentlich, dass man selbst gestalten kann. Was macht ihr bei Kobersdorfer anders als andere Brauereien? So viel anders läuft es gar nicht. Es ist bei uns noch alles ein bisschen kleiner. Der größte Vorteil ist, wir wissen vom Anfang bis zum Schluss, was mit unserem Produkt los ist. Da gibt es ein paar Punkte, die bei uns eigentlich, wie man auch Gedanken gemacht drüber. Erstens einmal das Bio, wenn ich Bio-Rohstoffe so weit wie möglich aus der Gegend, aber auf jeden Fall aus Österreich nehme, dann machen wir auch Gedanken, wie wird das produziert. Das ist einmal ein Teil der Nachhaltigkeit. Reduktion der Reinigungsmittel ist auch ein Teil der Nachhaltigkeit. Bei der Filtration haben wir einen Teil davon, wir tun nichts stabilisieren. Darum haben wir auch verminderte Haltbarkeit bei unserem Bier. Das war aber früher gang und gäbe. Und was hat Corona, die Krise, jetzt für Sie verändert? Ja, als erstes war es einmal ein großer Schock, weil wir haben 90% Gastrokunden gehabt. Und können Sie sich vorstellen, wie wir ausgeschaut haben. 2 Wochen 3 Kisten Bier verkauft. Da fangen wir ein bisschen zum Nachdenken an. Und dann sind wir zu Hause gesessen, die ganze Familie. Und nachgedacht, was können wir machen. Und dann hat sich heraus, haben wir gesagt, okay, wir haben seit Vorjahr Abfüllung eigene. Wir setzen jetzt auf Direktverkauf, Auszustellung. Wir haben immerhin einen sehr großen Prozentsatz aufholen können. Was würden Sie sich von der Politik wünschen, von den Rahmenbedingungen her, dass Sie besser arbeiten können? Die sollen mir einfach alle in Ruhe lassen und fertig. Sehr gut, danke schön. Perfekt. Zum Wohl.